Oxidationszahlen bestimmen. Weshalb das so funktioniert, wie es funktioniert mit dem Periodensystem, das ist hier erklärt. Und weil meine Unterrichtsmitschnitte so lang sind, habe ich hier ein Linkvideo angefertigt. Das heißt, hier wird dann ein Link erscheinen und der führt euch direkt in den Unterricht und zwar genau an die Stelle, wo es hingehört, damit ihr nicht lange suchen müsst. Jo, jetzt muss ich noch ein kleines bisschen reden, damit der Link auch hier erscheinen kann. Gewisse Mindestlänge des Videos muss sein. Und dementsprechend sage ich noch, ja. Wenn ihr das gut findet und wichtig findet, dann bevor ihr auf den Link klickt, lasst doch nochmal einen Daumen da. Egal welchen. Ich muss rausfinden, ob es gut ist oder nicht. Für euch. Also, bis später im Unterricht.